Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir haben gelernt, was Dawa Sirriya heißt. Das heißt die heimliche Dawa. Und wir haben darüber gesprochen, welche besondere Eigenschaften diese heimliche Dawa hatte. Und dass die ersten 3 Jahre des Propheten in diese Kategorie eingeteilt werden. Das heißt, man redet in den ersten 3 Jahren, nachdem offenbart wurde, Ja, Eyuan Mudathir, kum verandir, in Suche 74, O du Eingehüllter, stehe auf und warne, redet man von der dreijährigen Dawa Sirriya, heimliche Dawa, die beendet wurde mit dem Vers in Suche 26, Vers 214, Wa andi ashirata kal akrabin, warne deine nächste Verwandtschaft. Mit diesem Vers wurde diese Phase beendet. Wir haben über die spezifischen Eigenschaften dieser Phase gesprochen, dass sie auch Dawa Fardiya genannt wird, das heißt, dass spezifische Personen angesprochen werden. Das heißt, dass der Unterschied zu der Dawa Jahriya, zu der öffentlichen, lauten Dawa, darin besteht, dass hier ganz gezielt auf bestimmte Personen zugegangen wurde, dass man auf bestimmte Personen zugegangen ist, von denen man sich versprochen hat, dass sie den Islam annehmen. Im Gegensatz zur Dawa Jahariya, zur öffentlichen Dawa, wo man ganze Gruppen auf einmal angesprochen hat, unabhängig davon, ob man davon ausgeht, dass diese Personen den Islam annehmen oder nicht. In diesen 3 Jahren hat sich schon, wie Al-Mubarak Furi in Rahik al-Maktum sagt, verbreitet, dass hier Mohammed eine neue Religion predigt. Das heißt, die Dawa Sirriya, die heimliche Dawa, war nicht so heimlich, dass man sich wirklich völlig versteckt hat, sondern es gibt bestimmte Hinweise darauf, dass es einfach darum ging, dass die Öffentlichkeit nicht hiermit konfrontiert wurde, also mit der Botschaft konfrontiert wurde, sodass kein Konfrontationspotenzial bestand. In diesen 3 Jahren ist vieles passiert. Zu den Dingen oder zu den Ereignissen, die besonders waren in diesen 3 Jahren, gehört die Dawa von Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu, einer der ersten Muslime, der erste erwachsene, freie Mann, der den Islam angenommen hat, hat sofort, nachdem die Botschaft zu ihm kam, angefangen, selber Dawa zu machen. Das heißt, direkt am ersten Tag, in den ersten 24 Stunden, wo er die Botschaft bekommen hat, fing er sofort an, Leute einzuladen. Und er kam am ersten Tag mit 5 Personen an. Und diese 5 Personen gehören alle 5 zu den Ashara Mubashirun, zu den 10, denen die Bushra, denen die frohe Botschaft in Lebzeiten gegeben wurde, zu den ganz besonderen Gefährten des Propheten a.s. Wir wissen, dass der Prophet a.s. tausende Gefährten hatte, tausende Sahaba hatte. Bei den Christen würde man Jünger sagen. Ja? Aber diese 10 haben einen besonderen Status. Und 5 von diesen 10, mit denen kam er am ersten Tag an. Erstens, Uthman ibn Affan, der zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt war, vom Stamm Banu Umayya. Der dritte Khalif des Islam, der einzige ist, der 2 Töchter des Propheten a.s. geheiratet hat, der bekannt war dafür, dass er den Koran geschützt hat mit der Erlaubnis Allahs, der bekannt war dafür, dass er die Armee, die nach Tabuk gegangen ist, ausgestattet hat, einer der ganz besonderen Gefährten, der nie Schirk begangen hat, auch in seiner Jahiliya-Zeit. Ja, einer der ganz besonderen Gefährten, da braucht man, glaube ich, nicht viele Worte darüber zu verlieren. Dann Abdurrahman ibn Auf, der zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt war, von Banu Zuhra. Abdurrahman ibn Auf ist auch unter anderem dafür bekannt, dass er einer von denen war, die den Islam besonders mit seinem Geld unterstützt haben. Ja? Dafür ist auch Uthman ibn Affan bekannt. Das heißt, Uthman ibn Affan und Abdurrahman ibn Auf sind sozusagen im übertragenen Sinne die Millionäre der Sahaba gewesen, die den Islam mit Geld unterstützt haben. Dann, nächste,
Az-Zubayr ibn al-Awwam. Auch von Benno Assad. Az-Zubayr war 15 Jahre alt, als er den Islam angenommen hat. Er wird der Jünger des Propheten genannt. Ja. Und er war bekannt dafür, dass er ein großer Krieger war. Seine Mutter war Safiya bint Abdul Muttalib, die Schwester von Hamza, von der bekannt ist, dass sie bei der Schlacht von Al-Khandaq einen Juden, der sich reingeschlichen hat, an die Zelte mit einem Stock erschlagen hat. Ja? Das heißt, er war der Az-Zubayr ibn al-Awwam, war der Sohn von Safiya, die Schwester von Hamza. Ja, einer der ganz großen Krieger des Propheten a.s., der immer vorne im Dschihad mit an der ersten Stelle gewesen ist. Dann Talha ibn Ubaidillah, er war 16. Er ist von Banu Taim, vom selben Stamm wie Abu Bakr, weil Abu Bakr ist auch von Banu Taim. Er war 16 Jahre alt, manche sagen auch 15 Jahre alt. Und diese Geschichte von Talha ibn Ubaidillah, radiallahu anhu, ist auch eine besondere Geschichte, denn er war in Basra im Irak gewesen. Da kam einer von Ahlul Kitab zu ihm und hat zu ihm gesagt: Ist bei euch schon Ahmed aufgetreten? Das ist Ahmed, ein anderer Name des Propheten Muhammad a.s. Und er wusste nicht, was er meint. Da meinte er in dieser Zeit, also der von Ahlul Kitab, der Gelehrte von Ahlul Kitab, meinte: In dieser Zeit wird bei euch der letzte Prophet auftreten. Und sei du der Erste, der ihm folgt. Das ist sehr wichtig. Ich möchte, dass wir hieraus etwas lernen. Dass wir uns von diesem Satz eine Scheibe abschneiden oder diesen Satz in unserem Leben verinnerlichen. Ich sage zu jeder Schwester da draußen: Sei du die Erste, die Hijab trägt in deiner Klasse. Ich sage zu jenem Bruder: Sei du der Erste, der versucht, den Koran auswendig zu lernen. Sei du in allem der Erste. Seid die Ersten. Versucht, die Ersten zu sein. Denn die Ersten haben den größten Lohn. Die Vorausgeeilten. Ja? Dann ist er zurückgegangen nach Mekka. Und als er dort ankam, hat er Abu Bakr getroffen. Abu Bakr hat ihn zum Islam eingeladen und hat den Islam sofort angenommen. Was ist danach passiert? Er wurde erstmal von seiner Familie, er war wie gesagt zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, er wurde von seiner Familie, oder 15, er wurde von seiner Familie unterdrückt und geschlagen. Aber das hat ihn nicht von der Botschaft weggebracht. Was lernen wir daraus? Wenn ihr den Islam annehmt, oder wenn ihr anfangt zu praktizieren, richtig zu praktizieren, nicht einfach nur nach der Kultur lebt, den Kulturislam lebt, sondern wirklich den Koran und die Sunna versucht auf beste Art und Weise in eurem Leben zu praktizieren, ja, dann werdet ihr eventuell bekämpft werden. Selbst von euren Verwandten, die sich dem Islam zuschreiben, aber wenig Wissen haben vom Islam. Es kommt immer wieder vor. Deswegen, wenn du in dieser Situation bist, das ist das, was du von der Sira lernen sollst. Natürlich, hier wird jetzt gerade über Sahaba gesprochen, aber das spielt sich ja alles im Leben des Propheten a.s. ab. Das sind seine Gefährten. Ja, wenn du in so einer Situation bist, dann nimm dir ein Beispiel an Talha ibn Ubaidillah, der unterdrückt wurde. Und Talha ibn Ubaidillah ist auch derjenige, über den der Prophet gesagt hat: Wenn jemand einen Schahid, einen Märtyrer sehen will, der lebendig ist, also der noch geht, der über die Welt geht, dann soll er Talha ibn Ubaidillah anschauen. Und bei der Schlacht von Uhud wurde ein Pfeil auf den Propheten a.s. geschossen. Und Talha hat die Hand ausgestreckt und hat diesen Pfeil mit seiner Hand aufgeschnappt. Dann, die fünfte Person war Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, auch von Banu Zuhra, war 17 Jahre alt und er ist der Erste, der im Dschihad einen Pfeil geschossen hat. Und seine Mutter hat ihn dann unter Druck gesetzt und hat gesagt, dass sie in den Hungerstreik geht. Das heißt, dass sie nichts mehr essen wird und nichts mehr trinken wird, bis sie stirbt. Was sagte daraufhin? Was sagte daraufhin Sa'd ibn Abi Waqqas? Und ich lese das mal kurz vor. Ja, Umma, o Mama, ta'alamina wallahi, lau kana laka miyatu nafsin,
فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني إن شئت فكولي أو لا تأكلي. Er sagte, oh meine Mama, der Hadith wird überliefert in Muslim, Hadith Nummer 1748. Ja? Oh Mama, wenn du 1000 Seelen, das heißt, sie sagt jetzt, sie hat jetzt den Hungerstreik begonnen und sie sagt, dass sie nichts essen und nichts trinken wird, bis sie stirbt. Was sagt er? Oh meine Mama, wenn du 1000 Seelen, 100 Seelen hättest, Entschuldigung, und die würden alle nacheinander rausgehen, ich würde nicht meine Religion aufgeben. So ist oder ist nicht. So ist oder ist nicht. Das heißt, es wird nichts nützen. Und hier ist eine wichtige Regel, die wir verinnerlichen müssen, wieder aus dieser Geschichte von den Sahabern, die um den Propheten herum waren, wie sie die Religion verstanden haben. Man darf den Eltern nicht gehorchen, wenn sie einem befehlen, Allah ungehorsam zu sein. Das ist eine Regel. Der Prophet a.s. sagte, لا تعت لمخلوق في مسيرة الخالق. Es gibt kein Gehorsam der Schöpfung gegenüber, wenn man dabei dem Schöpfer ungehorsam ist. Das hier, Sa'd ibn Abi Waqqas. So, was haben wir gerade gesehen? Das heißt, am ersten Tag sofort fing Abu Bakr an, Dawah zu machen. Mit dem Wissen, das er hat. Und er hat so viel Baraka gehabt, dass er so viele Menschen zum Islam aufgerufen hat und dann auch noch Personen aus seiner Familie. Aber wir haben jetzt nur diese 5 aufgezählt, weil diese 5 zu diesen großen Persönlichkeiten gehören. Das muss man sich mal vorstellen. Er fing sofort an, Dawah zu machen. Was lernen wir daraus? Was hilft uns das in der heutigen Situation? Denn ich sage das immer wieder und ich will das immer wieder wiederholen. Die Sira ist für uns wie die Apotheke, aus der wir die Medizin nehmen für die entsprechende Situation, in der wir uns befinden. Alle Situationen, in denen wir uns befinden oder in denen wir uns irgendwann mal befinden werden, für jede Situation können wir eine Antwort in der Sira finden. Wir müssen nur die richtige Situation anschauen. Heutzutage gibt es Leute, die sagen, Dawah ist nur für Ulama. Dawah ist nur für Ulama. Und damit meinen sie dann Leute, die seit 20 Jahren am Studieren sind. Und versuchen dann die klarsten Hadithe und die klarsten Verse, versuchen sie dann umzudrehen und nach ihren eigenen Gelüsten zu interpretieren. So. Der Prophet a.s.w. sagte, Belliru anni walau aya. Verkünde von mir, selbst wenn es nur ein einziger Vers ist. Warum hat er nicht gesagt, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Juz vom Koran ist? Das heißt circa 20 Seiten. Warum hat er nicht gesagt, verkünde von mir, selbst wenn es nur eine Sure ist? Warum hat er nicht gesagt, verkünde von mir, selbst wenn es nur eine Seite vom Koran ist? Warum sagt er, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist? Ein Zeichen ist. Das heißt, das Kleinste, was du hast, sollst du weitergeben. Und der Prophet a.s. sagte, مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. Das Beispiel von demjenigen, der Wissen lernt und es nicht weitererzählt, ist wie das Beispiel von dem, der einen Schatz hat und nicht davon spendet. Wenn man einen Schatz hat, ist man verpflichtet dazu, seine Zakat zu geben. Und Dauer zu machen, ist praktisch die Zakat für das Wissen, was man erlernt hat. Man muss es weitergeben. Und das gehört zum Verheimlichen der Religion. Allah sagt im Koran, es müsste Sure 5, Vers 67 sein. Er sagt doch, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Wahrlich diejenigen, die das verheimlichen, was wir von den Verdeutlichungen und der Rechtleitung herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klargemacht haben, klargelegt haben, jene wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen.
Nee, das ist ein anderer Vers, das, was ich jetzt gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle dieser Vers steht, aber auf jeden Fall, das war gerade ein Vers vom Koran. Und Sheikh Uthaymin, rahimullah, sagt, ja, weil es gibt jetzt Leute in Deutschland, die dann anfangen zu erzählen, ja, hier mit diesem Vers, grammatikalische Erklärung und so weiter, und die anderen können ja alle kein Arabisch. Der Hadith, Belliru ani walau aya, ist klar wie die Sonne. Verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Sie versuchen das dann irgendwie nach ihren eigenen Gelüsten umzuinterpretieren. Sheikh Uthaymin, der Rahimullah, der mit Sicherheit mehr Verständnis hat als irgendjemand hier in Deutschland von der arabischen Sprache, sagt genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Und da haben wir schon einen Vortrag darüber gemacht, wo er eine Fatwa gibt, wo er sagt, dass jemand, der wenig Wissen hat, genau mit dem zum Islam ruft, was er weiß, und das kann auch ein Ami sein. Ein Ami ist ein normaler Muslim, noch nicht mal ein Talib al-Ilm. Okay? So. Er sagt, das muss kein Gelehrter sein, oder Talib al-Ilm, sondern auch ein Ami, ein normaler Muslim, der ruft zu dem auf, was er weiß. Und er argumentiert damit mit dem Hadith, den ich gerade genannt habe. Okay? So. Dann wird er gefragt, Sheikh Uthaymin, was macht jemand, der kein Wissen hat? Wie kann er Dauer machen? Dann sagt er kann Kassetten verteilen, Bücher verteilen, aber er soll vorher absichern, dass diese Bücher und diese Kassetten, die er verteilt, auch richtig sind und gut sind. Okay? So. Das nur dazu. So, hier haben wir ein Beispiel von Abu Bakr. Hier haben wir ein Beispiel von Abu Bakr, der den Islam angenommen hat. Zu welcher Zeit? Was wurde zu dieser Zeit, was, wie viele Verse gab es zu dieser Zeit? Wie viel Wissen konnte Abu Bakr von der Religion haben? Wie viel Wissen konnte er haben? Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, ikra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Fünf Verse. Bei der ersten Offenbarung, wie viel bei der nächsten Offenbarung? Ja, eyyul mudathir, kum fa'andir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahir, wa ruhzu fa'hjur, wa la tamnun tastakthir. 11 Verse insgesamt. Das heißt, zu dieser Zeit, wo Abu Bakr Dawa gemacht hat, konnte er nur 11 Verse kennen, weil nur 11 Verse herabgesandt wurden. Und er macht Dawa, und hier nehmen 5 Leute den Islam an, und der Prophet sagt, man da'a ila hudan, كان لو من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Wer zu einer Rechtleitung aufruft, der kriegt den Lohn davon und den Lohn von dem, der ihn folgt, ohne dass er denen, die dieser Rechtleitung folgen, etwas von ihrem Lohn abzieht. Das heißt, alles, was Uthman gemacht hat, alles, was Abdurrahman ibn Auf gemacht hat, alles, was Az-Zubayr gemacht hat, alles, was Talha gemacht hat, alles, was Sa'd ibn Abi Waqqas gemacht hat, geht auf die Rechnung von Abu Bakr nochmal hinzu, weil Abu Bakr die überhaupt erst zum Islam aufgerufen hat. Und da sieht man, was die Dawa für eine gewaltige Tat ist. Und das ist die Tat, die alle Propheten gemacht haben. Alle Propheten haben zu Allah subhanahu wa ta'ala gerufen. Aber hat das Abu Bakr gereicht? Hat ihm das gereicht? Am nächsten Tag kam er mit 4 anderen. Wer? Abu Ubaid ibn al-Jarrah von Banu Harith, ja. Amin Adil Umma, einer, der an der Verbreitung des Islams, auch wieder einer von den 10, von den Ashara Mubashirun, von diesen 10 gewaltigen Sahabern, denen die frohe Botschaft gegeben wurde, die diese besondere Stellung haben. Abu Ubaid ibn al-Jarrah gehörte zu denjenigen, die großen Anteil daran hatten, dass überhaupt kurz Jerusalem erobert wurde. Das heißt, er kam nichts mit Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Dann kam er mit Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un, einer der ersten, die nach Habascha, nach Abessinien ausgewandert sind. Und der erste Sahabi, der in Medina gestorben ist, von den Muhajirun, der in Al-Baqi beerdigt wurde. Und Uthman ibn Mad'un, eines Tages kam ein gewisser Sha'ir, ein gewisser Poet namens Labid, und er hat etwas gesagt im Schir, was gegen die Botschaft Allah ist, und er sagt, kadhabt. Ja, weil er sagte, dieser Sha'ir, dieser Poet sagte, jede Ni'ma wird vergehen.
Und da sagte Uthman zu ihm, man muss sich das vorstellen, wie ein Konzert war das ungefähr. Damals, es kam ein berühmter Poet und alle standen dort und Uthman ibn Maz'un wollte selber zuhören und er hört, dass er sagt, jeden Jahr mal vergehen, er sagt, kadhabt. Du hast gelogen. Vor allen Leuten. Und dann sagt er, die Ni'ma vom Jannah, die wird nicht vergehen. Weil Allah die für die ewige Belohnung, für die Gläubigen, weil Allah das Paradies als ewige Belohnung für die Gläubigen vorbereitet hat. Ja. Er sagt, kadhabt. Die Ni'ma, die Gnade, die Gabe vom Jannah, vom Paradies wird nicht vergehen. Und dieser Sha'ir ist schockiert. Er sagt zu den Leuten, wird man jetzt so hier bei euch behandelt? Hier bei euch unter den Quraysh hier in Mekka? Und daraufhin kam es zu einer Schlägerei und Uthman ibn Maz'un wurde am Auge verletzt, beziehungsweise verlor sein Auge, wird auch gesagt. Später sagte er, wahrlich, mein gesundes Auge ist neidisch auf das kaputte Auge, was es auf dem Weg Allahs erlitten hat. Das ist die Einstellung, die man haben muss. Heutzutage, gerade hier in Deutschland, haben wir es mit einer Opfermentalität zu tun. Opfermentalität. Leute, die beim Windzug schon einbrechen, die bei einer Razzia schon am Ende sind, die beim Beobachten schon zusammenbrechen. Warum? Weil sie nicht verstanden haben, dass es eine Gnade ist, auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala auf die Probe gestellt zu werden. Denn der Prophet alayhi salatu salam sagte, Ashaddu nasi balan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Die Menschen, die die härteste Probe kriegen, sind die Propheten, dann die ihnen am ähnlichsten sind und dann die ihnen am ähnlichsten sind. Das heißt, umso mehr man auf der Wahrheit ist, umso mehr man der Wahrheit folgt und zur Wahrheit ruft, umso mehr wird man auch bekämpft. Ein toten Hund tritt keiner. Und heutzutage haben wir es mit einer Jammerlappenmentalität zu tun, wo man das Bekämpftwerden der Dawa als ein Indiz dafür sieht, dass die Dawa falsch gewesen ist. Man sieht hier, dass die ersten Gefährten des Propheten a.s. so ein Verständnis nicht hatten. Das heißt, dieses kranke Verständnis widerspricht dem Verständnis der Salaf, widerspricht dem Verständnis der Sahaba. Deswegen sollten Leute, die sehr viel Wert darauf legen, dass der Bart lang genug ist und die Hose kurz genug ist, die sollten solche Sachen verinnerlichen, weil diese Sachen direkt vom Herz kommen. Jeder kann sich einen Bart wachsen lassen, um vielleicht sogar anerkannt zu werden in seiner Community. Jeder kann sich die Hose kurz machen, weil er vielleicht Gruppenzwang hat. Aber wo man richtig auf die Probe gestellt wird, ist, wenn der erste Windzug kommt. Glaubt es mir, wir sind seit Jahren dabei. Und ich habe so viele Leute gesehen, die beim ersten Windzug nicht nur auf den Boden gefallen sind, denn wie Konrad Adenauer gesagt hat, es ist keine Schande hinzufallen, sondern, und das soll nicht gefährlich sein, es ist gefährlich, und eine Schande hinzufallen, nicht mehr aufzustehen. Wir haben so viele Leute gesehen, die beim ersten Windzug hingefallen sind, liegen geblieben sind und dann die Schuld gesucht haben bei irgendwelchen anderen Leuten. Und das ist eine Eigenschaft von dem Munafikun. Eine der markantesten Eigenschaften der Munafikun ist, dass sie nicht bereit sind, auf dem Weg Allahs zu leiden. Allah sagt im Koran, in Surah 29, ihr könnt das selber nachlesen. Von den Menschen gibt es welche, die sagen, wir glauben an Allah. Wenn ihn dann auf dem Weg Allahs eine Probe widerfährt, macht er die Fitna der Menschen, die Versuchung der Menschen zur Strafe Allahs. Wenn die Hilfe von deinem Herrn zu dir kommt, wenn die Hilfe von deinem Herrn kommt, dann sagen sie, wir gehörten wahrlich zu euch.
Deswegen überprüfe dich selber, hast du diese Einstellung? Das heißt, wenn es schön ist, wenn es gutes Wetter ist, wenn es Würstchen gibt, Grillen gibt, ja, oder wenn die Hilfe von Allah kommt, dann gehörst du dazu. Aber wenn die Probe kommt, suchst du Ausreden und bist am Flüchten. Prüfe dich selber. Wenn die Probe von deinem Herrn, wenn die Hilfe von deinem Herrn kommt, sagen sie, wahrlich, wir gehören doch zu euch. Weiß Allah nicht, was in den Brüsten der Menschen ist, in den Brüsten der Leute von den Welten ist? Und jetzt hört genau zu, was jetzt kommt. Hier, wir haben von Probe geredet, wie man auf die Probe reagiert. Auf das Allah die Gläubigen kenntlich macht und die Munafikun kenntlich macht. So, dann Abu Bakr hat diese Dawa gesehen als seine Dawa, als seinen Weg aufzurufen. Am nächsten Tag, wie gesagt, kam er mit Abu Ubaida, mit Uthman ibn Maf'un, mit Abu Salama von Banu Makhzum und mit Al-Arqam ibn Abil Arqam. Alles gewaltige Sahaba und Al-Arqam ibn Abil Arqam ist auch von Banu Makhzum. Das heißt, er kommt praktisch mit zwei Personen von dem feindlichsten Stamm der Banu Hashim. Banu Hashim und Banu Makhzum, das waren die Stämme, die in Konkurrenz miteinander gelebt haben. So. Und hier kommt, ist noch etwas Besonderes. Er hat zwei Leute zum Islam gerufen, die verwandt sind mit dem Propheten. Az-Zubayr ist wer? Ist sein Cousin. Von seiner Tante Safia, der Sohn. Und Abu Salama ist auch sein Cousin, ist von Barra, ja, der Sohn. Von Barra, der Sohn. Und Abu Bakr ist trotzdem zu diesem Personengang, die ganz eng mit dem Propheten eigentlich hat sie eingeladen. Was zeigt das? Das zeigt seine Entschlossenheit. Das zeigt seine Liebe für die Religion. Dass er sofort nach vorne gegangen ist. Und diese Einstellung müssen wir haben. Wir müssen nicht diese Geschichte, wir sollen diese Geschichte nicht einfach nur lesen, um uns zu unterhalten, sondern um Lehren daraus zu ziehen. Ruf, Sheikh Abu Saq al-Hawaini hat mal zu mir gesagt, O Abu Hamza, rufe zu Allah, als wenn der Koran zu dir herabgesandt wurde. Das ist die Einstellung von Abu Bakr gewesen. Er hat die Dawa als seine Dawa gesehen, als seine Botschaft, die er geliebt hat. Seine Entschlossenheit, das ist etwas, was die Leute anzieht. Jammerlappenmentalität stößt die Leute ab, ist abschreckend für die Leute. Aber Entschlossenheit in der Religion, hinter der Religion stehen, das ist das, was die Leute anzieht. Deswegen hat die Mutter von Sa'd ibn Abi Waqqas, nachdem sie diese Entschlossenheit von ihrem Sohn gesehen hat, der gesagt hat, selbst wenn du 100 Seelen hättest und die würden alle nacheinander rausgehen, ich würde die Religion nicht aufgeben. Das ist das, was sie angezogen hat. Das ist das, was sie dazu gebracht hat, aufzugeben. Aber wenn wir immer am Rumjammern sind und bei jedem Windzug hinfallen und uns verändern, uns verdrehen, unsere Meinungen verändern, obwohl sie fest gegründet sind auf Koran, so ist es keine Schande, die Meinung zu verändern, wenn man gesehen hat, dass man sich geirrt hat. Aber es ist eine Schande, die Meinung zu verändern, für Leute, um denen zu gefallen. Dann, jetzt die Frage, was machte ihn so erfolgreich in der Dawa? Diese Frage müssen wir uns stellen. Erstens, Abu Bakr war beliebt. Deswegen sollten wir versuchen, beliebt zu sein. Warum war er beliebt? Weil er großzügig war, ehrlich war, bescheiden war und ein so und dann das hat ihn beliebt gemacht und dann zwei Eigenschaften, die ihm noch geholfen haben. Er war ein Spezialist für die Geschichte der einzelnen Stämme. Das heißt praktisch, er konnte die Politik lesen. Heute gibt es Leute, man soll sich damit nicht beschäftigen. Das heißt, man soll blind für die Realität sein. Und er war entschlossen. Das sind die Punkte, die ihn so stark gemacht haben, die ihn so anziehend gemacht haben. Und deswegen sollten wir uns ja, natürlich an erster Linie mit der Religion beschäftigen. Und danach sollten wir versuchen, großzügig zu sein, ehrlich zu sein, bescheiden zu sein, aber auch entschlossen sein. Und es ist immer eine gute Sache, auch im weltlichen Wissen Fortschritte zu machen und damit den Menschen helfen zu können.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.